Hallo liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video und herzlich willkommen im September. Ich bin so froh, dass der Herbst endlich da ist und ja, für mich beginnt der Herbst am 1. September. Und ich freue mich so sehr, dass die Tage wieder kälter werden, dass die Blätter sich verfärben, dass es wieder Zeit für gruselige Bücher ist, dass Halloween schon um die Ecke schaut. Also ihr seht, ich liebe den Herbst absolut. Der Herbst ist meiner Jahreszeit und ich freue mich so sehr, nun alle Videos machen zu können, die ich in meinem Kopf schon geplant habe. Alle möglichen Herbst-Lese-Vlogs, herbstliche Buchempfehlungen. Ich freue mich so sehr darauf und heute starten wir mit einem kleinen gemütlichen Lesevlog, um den Herbst auch gebührend willkommen zu heißen. Und zwar werde ich heute unter anderem natürlich lesen. Ich möchte aber auch backen. Ich möchte vielleicht ein bisschen nach draußen lesen gehen. Ich habe im Keller eine Kiste mit Herbstdekorationen gefunden, die wir zusammen mal auspacken werden und dann auch die Leseecke hier ein bisschen herbstlich gestalten werden. Und ja, ich hoffe, dass das ganz gemütlich wird. Dann zu den Büchern oder dem Buch, das ich heute lesen möchte. Ich habe auf Instagram eine Story gepostet und euch abstimmen lassen, welches Buch, das ich im Blog lesen werde. Und zwar war die Wahl zwischen John Boyne, Das Haus der Geister, und zwischen Andreas Gruber, Der Judasschrein. Und ich habe noch nicht nachgeschaut, welches Buch ich lesen soll. Das werde ich jetzt gleich mal kurz machen. Also, wie ihr da sehen könnt, haben 83% für Geister gestimmt. Und das bedeutet, dass wir in dem Fall heute Das Haus der Geister von John Boyne lesen werden. Und damit ihr wisst, um was es geht, lese ich euch einfach mal kurz den Rücken des Buches vor. Und zwar steht da eine unheimlich gute Geistergeschichte. England 1867. Die junge Eliza Crane reist in die englische Grafschaft Norfolk, um eine Stellung als Gouvernante in Godlin Hall anzutreten. Bei ihrer Ankunft muss sie zu ihrer Verwunderung feststellen, dass sie mit den beiden Kindern ganz allein in diesem uralten viktorianischen Anwesen leben wird, bis sie erkennt, dass sie doch nicht alleine sind. Also ja, klingt nach einer klassischen viktorianischen Geistergeschichte. Ich bin sehr gespannt darauf und ja, ich mache mir jetzt eine Tasse Tee, setze mich irgendwo hin und beginne mal zu lesen. Ich gebe euch mal ein erstes Update zu Haus der Geister. Und zwar bin ich im Moment auf Seite 44. Ich habe die ersten drei Kapitel gelesen und das Buch gefällt mir bis jetzt sehr gut. Auf den ersten Seiten erfahren wir etwas über die Kindheit von Eliza, wie sie ihre Mutter verloren hat und wie sie dann schlussendlich an dem Punkt, in dem wir im Buch eigentlich starten, auch zur Waise geworden ist, also auch noch ihren Vater verloren hat. Und auf den ersten Seiten lesen wir eigentlich oder begleiten ihren Vater und sie durch seine letzten Tage. Und was ich sehr schön finde, ihr Vater ist ein riesen Charles Dickens Fan. Also die ersten Seiten sind gefüllt mit Referenzen zu Charles Dickens. Seine Bücher werden erwähnt, was ich mega schön finde. Und der letzte Abend, der
Eliza zusammen mit ihrem Vater verbringt, ist an einer Charles Dickens Lesung. Also er ist so ein großer Fan, dass er sie da tatsächlich an eine Lesung mitschleift und Charles Dickens selber auch eine, ja, eigentlich eine kleine Rolle in dem Buch hat. Fand ich mega schön, das hat mir sehr gut gefallen. Und ja, dann lesen wir, wie ihr Vater nach der Lesung leider sehr krank wurde, bis er schließlich verstarb. Und ja, dann beginnt Eliza sich zu fragen, was sie mit ihrem Leben eigentlich machen will, denn sie hat keine verbliebenen Verwandten, sie hat niemanden, der sich um sie kümmert, sie hat auch niemanden, um den sie sich kümmern kann, und sie fragt sich dann, wohin will ich mit meinem Leben? Eliza ist nämlich eine Lehrerin für die Grundschule, also für die ganz kleinen Mädchen, ich denke so für die erste Klasse. Sie ist 21 Jahre alt, in dem Punkt, an dem die Geschichte eigentlich anfängt. Und ja, sie fragt sich dann, wo soll ich hin, was soll ich machen? Ich habe eigentlich niemanden mehr, ich habe eigentlich gar nichts, das mich hier an dem Ort, an dem ich wohne und unterrichte, festhält. Und kurz nach dem Tod ihres Vaters schaut sie die Zeitung durch und findet dort eine Annonce, dass jemand eine Gouvernante in Godlin Hall sucht. Und sie liest diese Annonce immer und immer wieder und fühlt sich irgendwie so stark damit verbunden, dass sie einfach eine Antwort darauf schreibt, sich bewirbt und die Stelle schließlich bekommt. Und an der Stelle, an der ich bin, wie gesagt, der Beginn des vierten Kapitels, sind wir jetzt eigentlich da, wo sie sich auf den Weg dahin macht. Und was mir auch sehr gut gefällt, Eliza, sie spinnt nicht, also habe ich das Gefühl bis jetzt, sie ist eine ganz normale junge Frau, hat aber auch zu Beginn des Buches schon, wie soll ich sagen, Geistererscheinungen gehabt. Also sie hat jetzt schon 2-3 Mal so einen Moment gehabt, an dem sie dachte, sie sieht einen Geist, was dann aber doch nicht so war oder was vielleicht nicht so war. Also es ist schon sehr mysteriös zu Beginn weg und es gefällt mir bis jetzt wirklich gut. Ich freue mich aufs Weiterlesen. Ich bin gespannt, was passiert, sobald sie in Godlin Hall eintrifft. Und ja, ich werde euch da auf dem Laufenden halten. Ich bin wieder zu Hause. Ich war vorher eine halbe Stunde draußen auf der Stadtmauer lesen. Ihr habt ja einige Clips dazu gesehen. Das Wetter ist einfach so schön heute. Da musste ich die Chance nutzen, rauszugehen und noch ein wenig zu lesen, bevor es dann die ganze Zeit regnet. Es war aber so windig, dass mir kalt wurde. Und ja, jetzt bin ich wieder zu Hause. Und ich habe bis auf Seite 90 gelesen im Buch. Und beim letzten Update waren wir gerade da, wo Eliza von London nach Norfolk abreist, und jetzt ist die Gute angekommen und das Buch wird immer mysteriöser. Also ihr Weg von London nach Godlin Hall war sehr ereignisreich. Es sind einige mysteriöse Sachen passiert. Sie hat Hände gespürt, Sachen gesehen. Ja, es wird langsam geisterhaft und sie ist jetzt in dem Haus angekommen. Und da sind tatsächlich nur die beiden Kinder, so wie es im Klappentext auch schon steht. Und die beiden sind mir noch sehr suspekt bis jetzt. Und ja, jetzt sind wir eigentlich mit Eliza dabei, herauszufinden, warum die beiden da alleine in dem riesigen Haus sind. Die Atmosphäre gefällt mir sehr gut. Es ist die ganze Zeit sehr, sehr neblig in der neuen Umgebung, in der Eliza sich befindet. Das Buch spielt so Ende Oktober, wie ich das jetzt herausgefunden habe beim Lesen. Ja, es ist sehr atmosphärisch,
wird sehr mysteriös und gefällt mir total gut bis jetzt. Dann habe ich euch ja zu Beginn des Videos erzählt, dass ich ein wenig dekorieren möchte. Und zwar habe ich hier eine Kiste voll Herbst- und Halloween-Sachen. Und das sind die letzten Überbleibsel, die ich noch habe. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich beim Umzug hierher vor 3 Monaten alles weggegeben habe, weil ich in meiner alten Wohnung irgendwie doch nie wirklich dekoriert habe und das Zeug, ja, stand dann einfach immer im Keller und hat mich gestört. Deswegen dachte ich, ich hätte eigentlich alles weggegeben, habe jetzt aber hier nochmal eine Kiste gefunden und ja, ich bin froh, dass ich überhaupt noch irgendwas habe und wir werden uns das jetzt mal genauer anschauen und dann mal gucken, wie ich umdekorieren werde. Also ich hoffe, der Boden knarzt jetzt nicht die ganze Zeit und ihr könnt mich überhaupt hören. Wir versuchen das jetzt einfach mal. Und zwar ist hier ein schöner Kürbis. Den werde ich sicher irgendwo aufstellen. Dann hier nochmal ein kleiner Kürbis für ein Teelicht. Dann eine herbstliche Blumenkette. Die hole ich da gleich mal raus. Mir glaube ich vor einem Jahr oder vor 2 Jahren mal bestellt, aber die Blätter, die kleben halt so schlecht an den Lichtern, dass da irgendwie fast gar nichts mehr übrig ist. Ihr habt hier vielleicht das Zeug runterfallen sehen, das sollte hier alles an den Lichtern dran sein. Mal gucken, ob ich das irgendwie reparieren oder ankleben kann. Wäre auf jeden Fall eine mega schöne Girlande. Dann haben wir hier da habe ich sogar noch Kastanien und Stoffblätter. Ja, mal gucken, was ich daraus machen werde. Ach, da freue ich mich aber mega, dass ich das Zeug noch habe. Das habe ich im Wald aufgelesen. Ja, mal gucken, was wir damit machen. Dann haben wir noch weitere kleine Kürbisse. Kleine Laternen, da habe ich wahrscheinlich die Batterie rausgenommen. Oh, nein, leuchtet sogar noch. Mal gucken, die werde ich wahrscheinlich irgendwo aufs Bücherregal stellen. Überall Blätter. Was ist das für eine Schnur, die da überall drin ist? So, was haben wir hier? Eine Skelettgirlande, ein Puzzleteil. Ja, ich versuche das mal nachher weg von der Kamera irgendwie zu entknoten. Dann noch mehr kleine Kürbisse. Nochmal ein Kürbis für ein Teelicht. Dann, ein Jack, der die Tage bis zu Halloween eigentlich zählt. Ah, da ist der zweite Würfel. Den habe ich vor Jahren mal auf Etsy gekauft. Oh, ihr könnt ihn gar nicht sehen. So, da ist er. Den habe ich mir vor Jahren mal auf Etsy gekauft. Der sieht nicht mehr ganz so schön aus. Ja, mal gucken, ob ich den aufstellen will. Ja, noch mehr von diesen kleinen Laternen, die ich wahrscheinlich irgendwo ins Bücherregal packen werde. Dann ein Schild, das ich glaube mal von meiner Schwester bekommen habe, wenn ich mich recht erinnere. Was haben wir hier? Ein Geist, ein Skelett. Oh, das habe ich noch. Ich dachte, ich hätte das gar nicht mehr. Das ist so ein Riesenteil zum Aufhängen. So cool. Freue mich, dass ich das Zeug doch noch habe. Dann hier ist nochmal sowas. Oh, der ist, glaube ich, sogar noch größer. Ich hänge das nachher mal irgendwo auf, um es euch zu zeigen. Dann hier noch eine LED-Kerze ist das, glaube ich. Zu einem schönen Halloween-Bild drauf. Noch mehr kleine Kürbisse. Da ist nochmal irgendwo einer. Tada! Dann ist da noch ein Geist drin. Oh, der wechselt, glaube ich, die Farbe, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, guck mal! So cool! Ich dachte, ich hätte das Zeug alles gar nicht mehr. Ich bin gerade so froh, dass ich die Sachen noch habe. Dann noch mehr LED-Wachskerzen mit den Halloween-Prints drauf.
Noch mehr Kürbisse. Eine Kürbisgirlande. Vielleicht mache ich die irgendwo ans Bücherregal hin. Mal gucken, ob die irgendwo hinpasst. Blätter, Kastanien. Und dann noch den Grabstein. Der sollte eigentlich... Könnt ihr das sehen? So cool! Also ich schwenke euch mal, dass ihr das alles sehen könnt. Okay, da liegt jetzt das ganze Zeug. Ich bin so froh, dass ich die Sachen noch habe. Und ja, mal gucken. Die werde ich jetzt irgendwo platzieren. Werde euch das zeigen. Und danach werde ich gleich im Anschluss noch backen. Das werde ich euch auch zeigen. Ich habe vor, Zimt, ja so Apfel-Zimt-Küchlein zu machen. Ja, dann dekoriere ich jetzt ein bisschen. Dann werde ich ein bisschen backen und dann melde ich mich dann irgendwann wieder.
meine lieben Freunde, ich melde mich mal zurück. Wir haben dekoriert, wie ihr sehen könnt. Ich habe die Küchlein gemacht, die sind gerade im Ofen. Und jetzt gebe ich euch mal ein kleines Update zu Haus der Geister. Ich bin im Moment auf Seite 130, also so ein Drittel, gut ein Drittel in der Geschichte drin. Und es wird immer mysteriöser. Also die Eliza, ja, sie beginnt langsam Fragen zu stellen. Sie hat schon diverse Personen getroffen, die sie hätte nach den Eltern der Kinder fragen wollen oder warum die Kinder da so ganz alleine sind. Allerdings gibt ja keine Antwort. Ja, sie verzweifelt langsam. Die Situation wird immer mysteriöser. Die Kinder werden auch irgendwie immer frecher. Also es wird langsam richtig spannend. Es gefällt mir mega gut. Und ja, ich freue mich jetzt heute Nachmittag noch ein bisschen weiterzulesen. Wenn dann die Küchen aus dem Ofen kommen, werde ich mir davon eins gönnen, setze mich irgendwo hin, trinke einen Tee, lese weiter. Aber ja, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Es wird richtig mysteriös und ja, ich bin gespannt zu erfahren, warum die Kinder ganz alleine in dem großen Haus wohnen. Ich melde mich mit einem letzten Update und falls ihr euch fragen solltet, der Tisch, der vorhin noch hier gestanden hat, den habe ich jetzt wieder rüber zum Fenster geschoben. Ich nehme den zum Filmen wahrscheinlich einfach immer hier in diese Ecke, dass der nicht so leer aussieht und dass ich da ein bisschen Herbstdeko draufpacken kann. Aber ja, meine letzten Updates zum Buch heute. Ich bin bis auf Seite 204 gekommen. Es ist jetzt fast 20 nach 5 am Abend. Mein Freund wird bald nach Hause kommen, deswegen beende ich den Vlog an dieser Stelle, denn wir werden nachher kochen und einen gemütlichen Abend machen. Und ja, zum Buch. Wir haben so einiges mehr erfahren. Jemand ist tatsächlich endlich mit der Sprache rausgerückt, was mit den Eltern der beiden Kindern ist. Also Eliza hat einige sehr verstörende, sehr schlimme und traurige Dinge in Erfahrung gebracht, die Geschichte so langsam ein bisschen beginnen zusammenzufügen. Auf Seite 204, das ist etwa zwei Drittel von dem Buch, also langsam habe ich so eine Ahnung, wohin es eventuell gehen könnte. Eliza hatte auch in der Zwischenzeit noch mehrere paranormale Begegnungen mit Geistern und es war an der einen oder anderen Stelle langsam ein bisschen gruselig und ich bin mega gespannt, wie die Geschichte ein Ende findet, wie der Autor alle Fäden zu einem Endprodukt zusammenspinnen wird. Also ich freue mich mega, das fertig zu lesen, das werde ich die nächsten Tage dann auch machen und euch vermutlich in meinem übernächsten Video ein kleines Update dazu geben oder sonst allerspätestens in meinem Lesemonat werde ich euch dann das finale Fazit zu dem Buch noch mitteilen. Ja Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hoffentlich hattet ihr auch so eine gemütliche Zeit, wie ich sie heute hatte. Das Backen hat mir mega Spaß gemacht. Ich habe da ein Rezept probiert, das eigentlich gar kein Rezept ist. Das war so eine Eigenkreation von mir, aber die
Apfelzimt-Küchlein, die waren sehr lecker. Haben richtig nach Herbst geschmeckt. Ich freue mich, dass das geklappt hat. Und das Draußenlesen war auch mega schön. Das Dekorieren hat mir mega Spaß gemacht. Also ich bin jetzt richtig in Herbststimmung. Ich hatte einen wundervollen Tag und ich hoffe, das Video hat euch auch gefallen und ihr seid jetzt auch ein bisschen in Herbststimmung. Und ich freue mich mega auf die nächsten Videos, die ich mit euch teilen werde. Ja, weil es wird gruselig, es wird gespenstig und ich freue mich einfach total darauf. Ja, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dann, habt einen wunderschönen Tag, liebe Freunde. Macht's gut und wir sehen uns bald wieder. Tschüss!